Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Genau, ich habe eben nur gefilmt, wie ich irgendwo hingefahren bin. Falls ihr gerade was schmatzen hört, das ist meine Katze. Heute ist übrigens der 28. und zwar Mittwoch. Morgen letzter Arbeitstag, dann ist endlich Karfreitag, geil. Ja, ich habe heute ein bisschen früher Feierabend gemacht, habe ein paar Erledigungen gemacht, war dann auch bei meiner Mutter zu Hause und habe dann erstmal wieder gebadet. Es war schön, oh, toll. Ich liebe es. Ich vermisse so meine Badewanne. Aber naja. Dann kam heute eine super Nachricht. Und zwar kam endlich Post vom Finanzamt. Yay! Und ich kriege mehr wieder, als ich gedacht hätte, dass ich wieder kriege. Und zwar 571 Euro. Freue ich mich richtig, wenn das jetzt bald überwiesen wird. Und wir legen sogar noch Einspruch ein. Also wahrscheinlich kriege ich noch 80 Euro mehr, weil oder zumindest 40. Weil da irgendwie noch was mit Kirchensteuer steht. Und ich nicht mehr der Kirche angehöre, von daher kriege ich das auch noch. Genau, das war heute die beste Nachricht und dann habe ich eben noch ein bisschen was gekauft, weil, keine Ahnung, ich bin mal einfach wieder in Müller, ich war schon ewig nicht mehr in Müller drin und dachte mir, ich gucke mal, was da Schönes gibt und zeige euch auch sofort, was ich mir gekauft habe. Ich habe heute nämlich auch einmal online bestellt und zwar 3 Love Paletten für jeweils 15 Euro. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese neuen Love-Paletten. Ich will hier gerade was aufmachen, deswegen gucke ich gerade vielleicht ein bisschen doof. Ich krieg's nur leider nicht auf. Sekunde. So, da bin ich wieder. Ich habe mir nämlich 4 Sachen gekauft, die ich euch einfach kurz zeigen wollte. Und zwar einmal von Essence. Ich weiß gar nicht, doch, das ist aus der Glow Limited Edition. Da habe ich mir nur das Dewy Fixing Spray mitgenommen, weil ich finde, fixierende Sprays kann man nie genug haben. Ich habe nämlich gerade eins leer gemacht. Und deswegen habe ich mir das mitgenommen. Dann aus einer anderen LE habe ich nur gekauft, tatsächlich wegen der Optik, ist dieses Produkt. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt. Das hat so eine Tropfenform. Also sind wirklich so in 3D so Tropfen drauf. Das sieht richtig echt aus. Sieht halt richtig cool aus. Ist halt einfach so ein, ist aus der LE Active Warrior Make-up Freezing Powder. Genau. Und einfach so ein Setting Powder, fand ich ganz cool wegen der Optik halt. Dann wollte ich von Essence schon die ganze Zeit das neue, es gibt jetzt auch schon ein bisschen länger, Make-up ausprobieren. Und zwar Essence Fresh and Fit Awake Make-up, Healthy Glow. In der hellsten Farbe natürlich, das ist dieses hier, das habe ich mir einmal mitgenommen. Und dann, das wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen, aber es gab in dem Müller, wo ich war, 50% Rabatt auf alle Love-Artikel. Und da habe ich mir diese Palette hier mitgenommen. Guck schon mal, allein die Optik ist richtig cool, holomäßig. Meine Katze muss wieder miauen, wenn ich filme, warum auch nicht, ne? Halt die Klappe, manchmal regt die mich so richtig auf, ne? Naja, auf jeden Fall sieht die halt richtig cool aus und die kostet eigentlich 15 Euro. Und ja, ich hatte hier jetzt 50% Rabatt, deswegen habe ich sie dann mitgenommen. Und von innen sieht die nämlich, Sekunde, so aus. Ja, ich habe es auch gleich. So. Seht ihr das? Ja. Das sind so, ist einmal so ein Holoton in lila Richtung, dann einmal ins Grün und einmal so ins Peach. Sind halt Holo-Highlighter, also das heißt, die schimmern halt farbig. Ist nicht für jeden was, aber ich mag es ja ein bisschen verrückter. Von daher nehme ich auch gerne das und jetzt für, sag ich mal, 7 Euro irgendwas ist das ein super Preis und deswegen habe ich es mir mitgenommen. Genau, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Ansonsten gibt es gerade nichts zu erzählen. Ich werde jetzt ein bisschen Videos schauen und nebenbei noch ein bisschen aufräumen. Ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr geplant. Ja, ich melde mich dann, ja, morgen wahrscheinlich auch nicht, aber dann wahrscheinlich Freitag wieder. Zum Thema Erkältung, es wird langsam besser. Also diese Nacht konnte ich wieder Gott sei Dank schlafen. Also ich war wirklich tatsächlich, bin ein bisschen krank geworden, aber ich hatte noch Antibiotika. Ich habe ja gesagt, normalerweise nehme ich wirklich kaum Tabletten, nehme ich auch wirklich nicht. Aber ich durfte diese Woche einfach nicht krank sein. Ich konnte auf der Arbeit nicht fehlen. Und deswegen habe ich, als ich merkte, dass ich krank wurde, schon meine restlichen Antibiotika, die ich noch über hatte, genommen. Genau. Und deswegen geht es mir jetzt schon wieder einigermaßen gut. Ein bisschen verschnupft bin ich noch, aber absolut nicht mehr wild. Und dann steht dem Wochenende nichts mehr im Wege, Gott sei Dank. Komm her.
So, ihr Lieben, es ist endlich langes Wochenende. Oh, ich freue mich so. Habe ich lange genug drauf gewartet. Und jetzt ist es endlich soweit. Was wollte ich sagen? Heute ist Donnerstag und ich bin super, super müde. Wirklich so krass müde. Ich weiß auch nicht, ich bin immer so fertig, wenn die Arbeitswoche so geschafft ist. Dann bin ich immer so müde. Egal, ob es ein Freitag jetzt, sonst ist oder jetzt ein Donnerstag. Dann bin ich immer viel müder, als wenn ich sonst von der Arbeit komme. Das ist irgendwie seltsam, aber ist irgendwie so. Ja, und jetzt für heute habe ich mir eigentlich auch nichts deswegen vorgenommen, weil ich mir schon dachte, dass ich so müde sein werde. Ich werde ein bisschen jetzt noch aufräumen, so ein paar Dinge. Und morgen wird dann eher ein bisschen spannender, weil morgen ist der Plan, dass ich erstmal zum Sport gehe morgens. Und was war dann weiterhin der Plan? Ich habe es vergessen. Also genau, dann fahre ich mit meinem Bruder zu meinem Papa und zu den Hunden. Und danach geht's zu meiner Mutter mit den Ordnern hier, weil wegen meiner Abrechnung für den Mieter, für meinen ehemaligen Mieter, da muss ich die Abrechnung noch fertig machen. Und genau, deswegen nehme ich die ganzen Ordner mit. Und dann ist morgen im Grunde auch schon wieder rum. Mit meinem Vater werden wir Monopoly spielen, da freue ich mich schon richtig drauf. Und ja. Ja, keine Ahnung, Samstag und Sonntag und... Sonntag gehe ich wahrscheinlich irgendwann essen mit der Familie. Wir wollen vielleicht zum Griechen. Ich hoffe, wir kriegen da was. Jo. Und ja, keine Ahnung, ich habe noch so ein paar Sachen, die ich vorhabe. Mal gucken, wann ich was mache. Wir werden sehen. So, hallo ihr Lieben, heute ist, ich komme durcheinander, heute ist Freitag und nicht Samstag, genau. Ich habe gerade meine Haare ein bisschen geschnitten, weil ich dachte, wird mir wieder Zeit, also nur ein ganz bisschen abgeschnitten. Und genau, ich habe die Katze versorgt und alles. Zum Sport bin ich heute doch noch nicht, weil irgendwie ging es mir heute wieder ein bisschen schlechter von Krankheit, krankheitsmäßig, also nicht schlecht, richtig, aber schlechter als gestern. Und man soll ja eigentlich nicht, wenn man noch krank ist, Sport machen, deswegen verschiebe ich das auf nächste Woche, weil irgendwie sitzt meine Nase wieder ein bisschen zu und so. Ja, auf jeden Fall mache ich mich jetzt, also ich bin fertig, voll hammermäßig geil angezogen, voll so Penner-Look, nichts Besonderes, Jogginghose. Ja, wir fahren nämlich gleich zu meinem Vater, hatte ich ja gestern gesagt, und ja, wollen ein bisschen Monopoly spielen, deswegen habe ich mich ganz chillig angezogen, weil die Hunde eh alles dreckig machen. Und genau, jetzt mache ich mich auf den Weg. Nimm noch die Ordner alle mit und dann ja, geht's los. Hallo zusammen. Oh mein Gott, was macht meine Katze da? Ich habe mich gerade übel erschrocken. Nöffi! Oh mein Gott, rastet die erstmal aus. Ja, es wird nicht langweilig mit der. Heute ist übrigens Samstag. Ich muss sie gerade ein bisschen... Was macht die da? Heute ist Samstag und ich habe heute noch nicht... Nöffi! Die rennt gerade die Tapete hoch. Ohne Witz jetzt mal. Jetzt ist sie weg. Ich wollte es euch gerade zeigen. Alter, wie hoch die springen kann, aber Nofi, das muss nicht sein, das war in meiner weißen Tapete da so. Nicht so geil. Ich glaube, es ist gerade, weil dann Schatten ist oder irgendwas ist da gerade. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, heute ist Samstag, ich war heute einkaufen. Ich habe mich gewagt, aber so viel war gar nicht los bei mir, wo ich einkaufen war. Es ging eigentlich, ich war so ein bisschen bei Rossmann,
habe so ein paar Sachen gemacht, auch neue Foundations gekauft, die will ich demnächst alle in einem First Impression Video mal nach und nach benutzen. Und ja, generell noch normal einkaufen. Ich habe irgendwie heute voll bei Putzmittel zugeschlagen. Eigentlich wollte ich nur einen Allzweckreiniger kaufen und ich habe irgendwie voll viel gekauft, weil das alles so tolle Duftrichtungen hatte. Ja, das ja, muss man, glaube ich, nicht verstehen. Ja, und dann habe ich heute, oh, Nofretete, jetzt hol dir das Handtuch darunter, oh, ihre Soaps. Gerade aufgeräumt, Nofretete, hast du gemerkt oder nicht so? Ja, wie gesagt, ich habe heute den ganzen Tag, also wirklich den kompletten Tag, bis auf den Zeitraum, wo ich kurz einkaufen war, habe ich halt aufgeräumt. Also ich mache das mal so, ich habe nebenbei Videos laufen und dabei räume ich dann halt auf. Dann kann ich ein bisschen meine Videos aufholen, weil ich bin voll im Verzug. Ich schaffe es gar nicht, alle zu gucken. Und genau, dann habe ich aufgeräumt. Deswegen habe ich auch mein Video noch nicht geschnitten. Das wollte ich eigentlich noch machen, aber ich habe es nicht geschafft. Und gleich kommt nämlich schon mein Papa. Mein Papa war erst einmal hier und zwar als die Bude noch leer war, als ich es gerade gekauft habe, sag ich mal. Weil mein Vater wohnt von da, wo ich vorher gewohnt habe, schon 20 Minuten fast weg. Und jetzt wohnt er tatsächlich fast eine Stunde von hier. Dort ist ungefähr eine Stunde, kann man sagen, ja. Ja, und jetzt kommt er heute vorbei, weil er kennt meine Katze auch noch nicht. Und mein Bruder kommt mit seiner Freundin auch vorbei, ja. Und die bringen auch Mario Kart mit für Nintendo Switch. Also die Nintendo Switch bringen die auch mit. Und dann zocken wir gleich ein bisschen Mario Kart, denke ich. Die betütteln wieder meine Katze, weil die lieben einfach alle meine Katze. Ich bin gespannt, was mein Vater sagt. Ja, und ich habe den ganzen Tag wirklich komplett hier aufgeräumt. Wieder, also so komplett nicht, es war jetzt nicht super schlimm. Ich habe nur halt wirklich alles gesaugt, alles gewischt. Noch Frittete, die hat gerade irgendwelche Probleme. Komische Maus. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt fertig. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde. Ich bin jetzt irgendwie voll müde vom Aufräumen. Ich habe jetzt aber noch eine halbe Stunde und dann kommen die. So lange chill ich jetzt halt einfach noch und gucke Videos. Mach nichts mehr Spektakuläres. Ja. Morgen hingegen habe ich mir ein bisschen Ziele gesetzt. Und zwar will ich dann morgen auf jeden Fall spätestens das Video hochladen. Das steht fest. Und morgen mindestens 2 Videos auf jeden Fall drehen. Dann gehen wir morgen noch essen mit der Familie. Und, ja, heute war es wieder ein bisschen schlechter mit der Erkältung oder was auch immer, Grippe oder keine Ahnung was. Ich hoffe, morgen ist... Was macht die da? Ich hoffe, morgen ist wieder alles gut, weil morgen ist Osterfeuer, also so Party. Und da würde ich schon ganz gern hin, aber ich muss halt gucken, wenn es mir nicht gut geht, dann lasse ich es halt, ne? Ja, das ist so der Plan. Und ich schaue jetzt mal weiter Videos und dann kommen auch gleich schon meine Family. Ach. So, ich habe mich jetzt fertig geschminkt, beziehungsweise habe mein Video beendet. Ich habe nämlich gerade ein Style-and-Talk-Video gemacht. Das ist alles jetzt Drogerie, was ich im Gesicht trage. Mal nichts mit High-End. Und finde ich ganz okay. Kann man machen, ne? Würde ich sagen. Ich wollte eigentlich was Natürliches machen, aber die Lippe musste trotzdem sein, weil sonst wird es mir jetzt zu langweilig. Ihr kennt es ja. Genau. Jetzt ist es schon 16 Uhr und das ist ja alles ein bisschen knapp wieder geworden. Obwohl ich nicht lange geschlafen habe und nicht viel getrödelt habe. Aber ich habe nämlich vorhin, als ich aufgestanden bin, habe ich kurz Zumba gemacht zur DVD. Dann bin ich duschen gegangen, Haare trocknen lassen und alles ein bisschen hier wieder aufgeräumt. Und ja, Video jetzt gedreht. Jetzt ist es schon gleich soweit. Um 17:30 muss ich bei meiner Oma sein und ich muss ja eine halbe Stunde fahren. Das heißt, ich muss um 17 Uhr losfahren. Das heißt, ich habe weniger als, ja doch ein bisschen mehr als eine Stunde. Und ich werde jetzt erstmal mein Zeugs hier wieder alles wegräumen, muss mich noch komplett fertig machen. Ja, so ist das Leben. Jetzt habe ich schon wieder mein Video noch nicht hochgeladen. Ich raste aus, ehrlich. Also das Hochladen ist ja nicht das Problem, sondern das Schneiden dauert halt recht lang. Ich habe jetzt auch nur ein Video gedreht, ich baue unbedingt eine neue Speicherkarte,
weil ich habe ein Schminkvideo gedreht, schon wieder, habe ich ja gerade erzählt. Und das dauert natürlich alles ein bisschen länger und ich habe schon eins auf der Speicherkarte drauf in der Art. Ja, jetzt ist sie natürlich wieder voll und es regt mich gerade ein bisschen auf. Ich brauche unbedingt eine neue Speicherkarte, weil ich wollte eigentlich noch ein Video drehen. Das hätte jetzt noch gepasst, dann hätte ich jetzt noch in der Stunde noch ein Video gedreht, aber das klappt jetzt schon wieder nicht. Ich könnte jetzt natürlich den PC hochfahren, alles rüberjagen und so, aber es dauert dann auch wieder zu lang. Und ich will hier noch das Chaos beseitigen. Von daher bleibt es heute erstmal bei dem einen Video, aber ich habe ja auch noch morgen Zeit. Morgen werde ich dann auch noch was drehen. Ja. Dann werde ich, denke ich mal, morgen noch zwei Videos dann drehen und dann habe ich erstmal wieder für eine Woche genug. Genau. Ja, wir gehen gleich zum Italiener. Muss ich mal gucken. Bin ich so der Fan von italienischem Essen, muss ich sagen. Also gerade als wenn ich da, also wenn ich vegan esse, dann ist das immer auch ein bisschen schwer. Dann kann ich halt nur Pizza ohne Käse und Pizza ohne Käse ist halt auch nicht so mega, ne? Oder Nudelgerichte, aber ich bin absolut kein Mensch, der Nudeln isst, wenn man so im Restaurant ist, weil ich finde so Nudeln, das ist so, das kann man auch selbst recht gut machen. Und dafür gehe ich nicht ins Restaurant und gebe dafür Geld. Also ich muss das nicht ausgeben, wir werden eingeladen, aber trotzdem. Ich bin auch generell nicht so heiß auf Nudeln, muss ich sagen. Also absolut nicht. Ne. Ich denke, ich nehme eine Pizza. Mal gucken, was da noch gibt. Ich war bei dem Italiener noch nicht. Oder ich gehe einfach daneben an und setze mich in die Shisha-Bar. Die meine neue, also neue Shisha-Bar. Mein alter hat ja zugemacht. Die neue ist direkt neben dem Italiener, wo wir heute essen gehen. Könnte ich mich auch einfach in die Shisha-Bar setzen und mir gönnen. Aber wäre auch ein bisschen blöd, wenn ich da alleine sitze, ne? Genau. Ach so, und dann gehe ich heute ja feiern, auf dem Osterfeuer. Und da gehe ich mit Vicky hin. Weil irgendwie haben alle anderen keine Zeit. Ich glaube, Julian und Ann-Christine haben keine Zeit. Tabea ist krank. Jana muss noch überlegen. Die hat irgendwie nicht so richtig Bock, aber vielleicht kommt sie spontan doch noch. Und wen hatte ich noch? Mit wem habe ich noch gesprochen? Ich glaube, sonst war es das. Ja, Vicky hätte jetzt wohl Bock. Wir gehen jetzt dann wahrscheinlich zu zweit. Oder Jana kommt halt noch mit dazu. Keine Ahnung. Ja, machen wir ein bisschen chillig. Ach so, Alkohol sollte ich dann vielleicht noch einpacken. Das wäre vielleicht nicht schlecht zum Vortrinken. Genau, das ist heute der Plan. Mal schauen, was der Abend dann heute noch so bringt, ne? He's on the move, can't seem to shake the shade. Within his dreams, he sees the life he made. Made. The pain is deep. Am Samstag. Gestern habe ich euch ja so ein bisschen mitgenommen, allerdings nur noch zum Shishan. Wir waren letztendlich auch noch im Kino. Wir haben, wie hieß das denn? Haben wir Ans, ich glaube, es hieß Unsane. Das ging um so einen Stalker. War jetzt nicht so mega, aber war auch okay. Man konnte ihn sich ansehen, finde ich. Da konnte ich euch allerdings nicht mehr mitnehmen, weil mein Kameraakku leer war und ich weiß gar nicht warum. Ich schwöre, ich habe den letztens geladen, aber er ist leer gewesen. Ja. Jetzt ist nämlich Freitag. Sa Samstag, oh Gott. Samstag und ich habe gerade ein Video gedreht zu einem First Impression Look. Das ist dieser hier. Genau, und jetzt werde ich kurz den Akku hier aufladen, damit ich euch wieder mitnehmen kann heute. Denn heute geht es dahin, wo es immer hingeht. Ja, wenn ich mit Juliane unterwegs bin, sagen wir es so. Es geht wieder Sushi essen. Ich habe einfach richtig Bock. Es ist neuer Monat und von daher hält uns dann nichts mehr auf. Und wenn ich es nicht vergessen habe, habe ich euch eben übrigens eingeblendet mit meinem Handy.
dass ich heute das erste Mal mit meiner Katze draußen war. Also ich habe so eine kleine Leine und ich wollte sie mal dran gewöhnen und das war ganz gut. Erst hatte sie so ein bisschen Schiss, weil es ja alles neu draußen und mit der Leine und komisch. Aber am Ende fand sie es doch ganz gut, hat die Welt so ein bisschen erkundet, war schön. Machen wir jetzt öfter, ne, Nofretete? Ja. Machen wir jetzt öfter. Genau, und was willst du? Ich glaube, die kommt jetzt hier hoch. Ja, au! Ja, moin. Ja, hallo. Ja, hallo. Au. Au. Au, au. Hast du zu sagen? Gar nichts? Okay, au. Mann, Gott. Brauchst jetzt nicht so stinkig werden hier. Wollte ich noch was sagen? Ich weiß es nicht. Ich sollte, wie gesagt, jetzt gleich den Kamera-Akku jetzt mal aufladen. Dann gehen wir Sushi essen und Shishon, also so wie öfter mal. Aber ich freue mich schon richtig drauf. Und gerade weil heute so schönes Wetter ist, ich ziehe jetzt gleich so eine richtig schöne Bluse an und dann fühle ich mich richtig, als wäre Sommer. Das ist geil. Genau, das ist der Plan. Die Küche muss ich noch aufräumen, sieht aus wie Scheiße. Ihr seht's. Aber Geschirrspüler läuft gerade schon. Ich muss jetzt warten, bis der fertig ist. Und ich suche mir mal gerade schon mal das Aufladekabel raus, wenn ich es finde. Da ist es. Da ist es doch schon. Hä? Ich habe jetzt hier ein... Ah! Au! Fuck, tat das weh! Oh! Ich hab's gerade mal live miterlebt. Meine Katze meinte, an meinem Bein hochklettern zu müssen und es tat gerade verdammt weh. Verdammt weh. So. Dann werde ich euch jetzt hier mal... Was ist hier alles dran? Was ist denn das... Muss mal gerade... Okay. Also ich lade euch jetzt auf. Tschüss. So, ich bin soweit fertig und jetzt muss ich mich beeilen. Boah, im Auto ist es so heiß. Ich muss Fenster aufmachen. Ja, genau. Jetzt treffe ich mich gleich mit Gianni. Ich muss mich jetzt langsam sputen. Und dann gibt's lecker Sushi. Endlich. Are you listening? Damn.